Servus zum 1890 WM Aftermatch-Talk. Ich bin der Philipp, bei mir ist der Michi. Servus Philipp, servus Janfels. Wir haben gerade 90 Minuten SSV gegen SSV kommentiert, mit dem besseren Ende für die Heimmannschaft aus Ulm. So ist es. Was sollen wir dazu sagen? Fangen wir an. Ich glaube, die Zeichen waren klar. Zu Beginn des Spiels, Erster gegen Zweiter, das absolute Topspiel hier in Ulm. Ausverkaufte Hütte, die Atmosphäre war gigantisch. Auch über knapp 1200, 1300 Regensburger, die hier so am Sonntagabend mitfahren. Also die Kulisse, die Bedingungen waren eigentlich 1A für einen genialen Fußballabend. Sogar die Sonne kam raus in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit, als das Licht vom Himmel geschwunden war, gab es ein bisschen Licht aus den Blöcken, sowohl im Heim- als auch im Gästebereich. Auf dem Platz, muss ich sagen, hat mir die erste Hälfte deutlich besser gefallen. Da war Diane wirklich voll im Spiel, hat erst gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen den Faden verloren, wo Ulm dann ins Spiel gekommen ist. Aber hatte meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit wirklich die besseren Chancen? Ja, da können wir gleich mal Noah Garners Schuss in der 8. Minute benennen, der aber dann von Ortak pariert wurde. Oder 16. Feed-Schuss drüber, 18. Oder dann eigentlich die große Chance zum 1-0 im 30. Einmal Noah Garners den Ortak pariert und dann die Flanke von Kota, wo dann Kapitän Johannes Reichert, der Ulmer Kapitän, gerade noch den Fuß dazwischen bekommt. Und somit geht es mit einem 0-0 in die Pause, mit einem aus ihrer Ansicht eher besseren 0-0. Wenn man auf die Gegenseite schaut, war es eigentlich nur Kopfball der Ulmer in der 18., den dann Gebhardt sicher hat. Fand es auch so, man hat offensiv viel versucht. Klar wurde nicht alles erfolgreich zu Ende gespielt. Es war schon recht chancenarm, glaube ich auch Kicker zum Beispiel zur Halbzeit geschrieben. Aber ganz ehrlich, das hat auch beiden wahrscheinlich vorher einen Punkt gereicht. Also die Marschroute war jetzt nicht irgendwie komplett offenes Visier. In der zweiten Hälfte für mich dann wirklich Ulm klar besser. Der Jan einfach zwischendurch, gerade so bis zur 60., 70. Minute, überhaupt nicht da aus der Kabine gekommen. Nee, also wir haben uns daher spielen lassen in der zweiten 45 Minuten. Ja, dann spätestens nach dem 1-0 von Hiegel, das wirklich nach ein paar unglücklichen Szenen passiert, dann so eine richtige Umschaltsituation, wo Geipel und Kota beide nicht richtig hinlangen können, weil sie schon gelb verwarnt sind. Ja, am Ende musst du da fast die rote Karte fressen, vielleicht sogar. Oder versuchen halt fair hinzugehen. Also natürlich versuchen fair hinzugehen. Am schlimmsten Fall gehst du halt runter. Ja. So kommt der wirklich sehr schöne Pass auf Hiegel. Und Hiegel macht dann das 1-0. Ich glaube, Lakenmacher letzte Woche hätte den auch wieder versemmelt. Ja, aber Felix Hiegel macht das halt eiskalt. Aber an Gebhardt lag es auch nicht, der danach nochmal wirklich gut den Jahren Spiel gehalten, nach einer Ecke von den Kopfball von Strumpf pariert. Bloß, es sollte einfach keine richtige Chance mehr geben, weil dann Ulm sehr viel an der Uhr gedreht hat, auch sehr viel Glück hatte mit vielen Einwürfen. Der Jan sich auch ein bisschen, glaube ich, da verarschen hat lassen, beziehungsweise ein bisschen unclever das Ganze ausgespielt hat. Ja. Aber dann Jonas Bauer, der Jungspund wieder, hat wieder seine Minuten bekommen. Zentral vom Tor, man kann jetzt nicht sagen frei vom Tor, es waren 8 Mann um ihn rum. Und aber er kriegt irgendwie den Ball Richtung Tor gestochert, aber halt wirklich zentral auf Ortak. Also ohne, mit wenig Druck zentral auf Ortak, das war dann noch die große Chance zum theoretischen Ausgleich hier. Man kann auch sagen, trotz der schlechten zweiten Hälfte am Ende, wäre es typisch Janlack gewesen, wenn du hier einen Punkt mitnimmst, entweder weil halt dieses 1-0 nicht fällt, weil du es besser verteidigst. Ja. Beide Mannschaften meiner Meinung nach wirklich sehr gut verteidigt heute. Oder weil du halt noch so einen Lucky Punch hinten raus machst. Ja. Haben wir leider dieses Mal nicht gesehen. Es geht weiter nächste Woche dann gegen Dresden zu Hause. Wir haben es gerade im Turnbuch schon gesagt. Karten gibt es, glaube ich, keine mehr. Gegen Saarbrücken auch nicht. Fahrt es einfach auswärts mit, wenn es noch für die Heimspiele keine Karten habt. Oder hört es natürlich Turnfunk. Wir sind auf jeden Fall für euch dabei. Ja. Und dann können wir das gemeinsam, glaube ich, schaffen. Gerade auch wieder, weiß nicht, ob es zu hören war, hier jetzt auf dem Mikro, die Anforderungsrufe auf Getränkspurkämpfe und Siegen vor der Gästekurve, während die Hannover jetzt langsam wieder zurückkommen Richtung Tunnel. Also auch der Gästeblock hat natürlich nicht aufgesteckt. Nee, ja, so am Ende haben wir jetzt 4 Spiele, die wir eigentlich mehr maximal beenden müssen. Ich wirfe jetzt mal eine Punktzahl von 9 oder 10 in den Raum, die man jetzt holen muss eigentlich, um da zweiten oder dritten Platz zu bleiben. Natürlich auch abhängig, was Saarbrücken macht, was Essen macht, was Dresden dann in den letzten 3 Spielen macht. Schau jetzt mal den Hottag raus. Eigentlich hast du nächstes Wochenende einen Pflichtsieg gegen Dynamo Dresden, die, wenn sich seit gestern nämlich nicht mehr viel geändert haben, auf dem 18. Platz in der Rückrundentabelle stehen. Aber natürlich jetzt hier frischen Wind durch einen Wechsel der Trainerposition haben. Ja. Auch gefährlich. Also, Madewiesen ist es auf keinen Fall.
Nein, definitiv nicht. Dresden ist immer gefährlich. Ja, du musst eigentlich. Damit halt, wenn du nächsten Samstag gewinnst, würdest du zumindest Dresden auf Abstand halten und dann irgendwie versuchen, ja, das unter die ersten vier dann durchzugehen. Sonst, ja, jetzt hast du von diesen drei wichtigen Spielen oder von diesen vier wichtigen Spielen hast du jetzt eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren. In dieser Reihenfolge, das heißt, jetzt kommt ein Sieg nächsten Samstag. Ja. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch mal ganz kurz auf die Tabelle zu schauen. Wie gesagt, der Jahn nach wie vor auf Platz 2. Preußen Münster mit 3 Punkten, aber der besseren Tordifferenz hinter dem Jahn. Also die sind in Lauerstellung, den zweiten Platz gilt zu verteidigen. Ulm für mich mit 4 Punkten Vorsprung auf den Jahn und 7 auf Münster jetzt eigentlich durch. Bei noch 4 zu spielen, kann natürlich alles passieren. Ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach auf uns schauen und versuchen, diesen zweiten Platz zu sichern. Ja. Damit, glaube ich, verabschieden wir uns hier aus Ulm. Und ja. Wünschen noch einen schönen Abend und ja, gemeinsam kämpfen und siegen für den Wiederaufstieg. So ist es. Immer vorwärts SSV. Servus. Ciao. Danke fürs Zuhören. Bleibt im Ballbesitz wie die 4 Tom Gahl. Spiel erstmal zurück zu Christian Ortag, der mit dem langen Ball raus auch wieder direkt auf einen Jahn-Spieler auf Oskar Schönfelder. Ja, Noah Garnhaus, der probiert einfach mal. Ja. Probiert einfach mal mit dem ersten Kontakt und da zwingt er Christian Ortag gleich mal zur Parade. Und dann fällt mir richtig gut. Garnhaus ein paar Präzisionsprobleme gehabt im Abspiel jetzt und dann ja, spielt er einfach mal nicht ab, sondern nimmt den Ball wirklich direkt dann, so wie er rumpullert. Und jetzt Achtung, Sienza in der Jahnhälfte, erfolgt von Benesala. Der drängt ihn ein bisschen nach außen, aber Sienza kommt vorbei und dann ist Bulic zur Stelle und klärt zur Ecke. Jahn 11 läuft sofort wieder vorne raus und versucht zu pressen. Conny Faber. Oh. Conny Faber fast mit dem Pressing-Erfolg. Christian Ortag dann mit einem sehr gefährlichen Pass auf Reichert, glaube ich, müsste es gewesen sein. Jawohl. Schön. Abschluss. Schöner Abschluss von Garnhaus, aber erstmal zur Seite geblockt von Ortag. Zweite Chance von Jan. Wieder Garnhaus, der kommt nicht hin. Da kriegt Reichert gerade noch so seinen Fuß rein. Wahnsinn. Jetzt Doppelchance für den Jan hier innerhalb von wenigen Sekunden. Zweimal Noah Garnhaus, einmal klasse pariert von Christian Ortag und einmal kommt Johannes Reichert dazwischen. Sonst wäre Noah Garnhaus alleine vor Ortag gestanden. Ja, der Ball rechts raus, der ist zu genau. Ja, geht auch ins Aus. Gibt einen Einwurf. Dann war das Duell gegen Sienza. Möchte den Einwurf selber haben, aber der wird kurz ausgeführt von Ulm. Zurück zu Gahl, der mit dem langen Chipball nach vorne. Achtung, wir verlängern. Achtung, Schusschance. Und Gepard ist da im Nachfassen, allein sicher. Das war schon kein schlechter Abschluss da. Lennart Stoll in der 57. Wollen wir wieder den Ballbesitz mit dem Seitenwechsel in Richtung Sienza. Der ist im Geht Aus, da oder? An Kota vorbei. Kota darf natürlich jetzt nicht mehr rangehen. Geipel darf auch nicht mehr rangehen. Und Bräunig. Jetzt ist Hiegel durch. Und jetzt gibt es das 1:0. Ah, scheiße. Und die Jahn öfter. Ja, jetzt kriegt Gebhardt auch noch gelb. Jetzt erstmal die Ecke für Ulm. Von Sienza getreten, kommt rein, hoch in den Fünfer. Ja, ist gut. Gebhardt überragend. Was eine Parade von Felix Gebhardt. Das war der Kopf von Philipp Strumpf. Hält uns dann nochmal ein Spiel, Felix Gebhardt. Wie auch gegen die 60er. Vielleicht weckt das die Janev nochmal auf. Vielleicht. Der Jan schwärmt nochmal aus. Langer Ball kommt Richtung Hut. Der gewinnt das Kopfball, da. Zweiter Ball bei Bauer. Der Jan kriegt nochmal einen Abschluss. Bauer zentral. Jonas Bauer zentral. Fünf Leuten, aber halt auch zentral auf Ortag. Und ganz ehrlich, Leute, das war's. Die 6 Minuten sind um. Ja. Wir haben bald sogar noch 30 Sekunden extra bekommen von Dingert.